Ambros Pur, Volume 4, heißt das neue Unplugged-Programm der Austropop-Legende Wolfgang Ambros. Und das spielte er im Festsaal des Freizeitzentrums in Wiener Neudorf. Die treuen Fans kamen natürlich in Scharen und waren wie immer begeistert. Ich hab mein Leben durch Land drauf gehört, dass ich irgendwann was erlebt. Aber egal, ich hab jetzt den Sinn. Was gefällt Ihnen denn am Ambros so gut? Das Ursprüngliche, das Wienerische und teilweise auch das Tiefgängige. Man wird groß damit und Texte passen, die Musik passt. Wenn du in kurzen Worten mal beschreiben solltest, was ist denn der Ambros? Super Sänger, tolle Hits, sag ich mal. Also, gibt es einen Lieblingshit von dir? Gezeichnet fürs Leben. Ich war des Öfteren bei vielen Konzerten bei ihm und begonnen hat das Ganze eigentlich vor 40 Jahren. Da war er noch mit dem jungen Georg Danzer gemeinsam auf einer Bühne. Ich schätze, der Danzer war einer der Ersten, der sich damals mit dem wilden Ambros auf eine Bühne getraut hat. Wann ich komm, was ich tu, mit wem ihr redet und wann ich geh, ist ganz allein. Mehr Kaffee. Ambros Pur Volume 4, warum denn dieser Titel? Ja, weil es ganz einfach das vierte Programm ist, dass wir unter diesem Rahmen Ambros Pur bereits gefertigt haben. Das heißt, wir haben nächstes Jahr bereits 10-jähriges Jubiläum von dieser, wie soll ich sagen, kleinen Show, die wir da verpraktizieren. Wir haben uns allerdings für dieses Mal erweitert und spielen zu dritt. Also bis jetzt waren wir immer nur zu zweit. Und es ist aber trotzdem so, dass es halt wirklich so auf die Musik konzentriert ist und auf die Texte natürlich. Und dass man sehr viel Freiheiten hat, die man mit einer Band natürlich nicht so richtig hat. Ist das Publikum älter geworden oder zieht er immer noch die Jungen an? Wir sind älter geworden, auf jeden Fall, aber es kommen auch immer junge Leute dazu. Ja? Die Kinder von den Fans wachsen mit. Ich habe gelesen, er will nicht aufhören. Bis zu seinem Lebensende wird er Musik machen. Glaubst du daran? Ja. Wünschst du es dir? Ob ich es mir wünsche? Das kann ich noch nicht beantworten, weil ich kenne die Zukunft nicht. Und ich meine, ich will ihn nicht eigentlich fürchterlich auf der Bühne sehen, wenn ihm schon der Saba rausrennt, das will ich nicht. Ja. Aber wenn er bei Gesundheit bleibt, dann wünsche ich uns allen das. Ja klar, weil es funktioniert ja auch nach wie vor. Ne? Man hat ja doch lange nichts von Ihnen gehört jetzt. Naja, ich hatte eine schwere Operation letztes Jahr im Frühling und da machte ich eine Zeit lang Pause, das ist schon richtig, aber seither geht es ungehindert schon wieder weiter und es sieht nicht so aus, als würde sich das in Kürze ändern. Und kommt zum Leben, wann es auftaucht. Und kommt zum Leben.